So, herzlich willkommen bei unserem ersten Live-Training. Ich bin Robert. Ich bin Sascha. Wir sind heute hier in Mühlenberg bei Sascha im Zentrum Gähnen der Lehre. Leider. Wir haben ja alle das Corona-Problem, da müssen wir leider noch ein paar Wochen mit umgehen und es lernen, damit umzugehen. Deshalb wollen wir euch ja heute hier mit ein bisschen Sport versorgen. Ganz genau. Und hoffen, euch ein bisschen die Langeweile damit vertreiben zu können. Ganz genau. Wir haben uns was Schönes ausgedacht. Wir würden ganz gerne ein Workout machen, was sich stark am Yoga anlehnt. Und Moment. Entschuldigung, ich muss ganz kurz mal. Was hast du gesagt? Yoga? Ja. Nee, wir hatten gesagt, wir machen Sport. Du, Yoga kann richtig sportlich sein. Ja, aber wir hatten gesagt, wir haben doch vorher abgesprochen, wir machen Sport. Hey, pass auf. Wir machen so, ich würde jetzt mal mit ein bisschen Yoga anfangen. Und ja, ist ja. Mach mal euer Yoga, ich komme später nochmal rein. Okay, leg dich ruhig hin. Ja, ist okay. So, wir werden ganz leicht anfangen. Wir werden eine kleine Routine machen, dass wir im Stand beginnen. Stehen heißt, ne, können wir alle, wir können zum Glück alle stehen. Es geht darum, dass wir das Bindegewebe stärken. Das gelingt uns, indem wir viele Balanceübungen machen. Balance ist so, dass es mich in gewisser Weise so fordert, dass mein ganzes Bindegewebe beansprucht ist. Wir stehen nur jetzt die nächsten 10 Minuten, aber nur in Anführungsstrichen. Ich stelle mal den Timer. Wir werden uns jetzt relativ leicht nur bewegen, ja, aber wenn das richtig macht, kann es richtig anstrengend sein. So, wir fangen an. Wir gehen in die Knie so weit, dass wir die Füße nicht mehr sehen. Und richten den Oberkörper aus von der Seite. Es ist so, dass ich gerade bin. Ich bin in der Wirbelsäule gerade, mache ein Doppelkinn und stehe. Lass die Arme hängen. Bei allem, was wir machen, bei allem, was ich mache, bei allem, was Sascha macht, lass niemals den Körper außer Atem kommen. Das heißt, ich versuche die ganze Zeit bewusst tief ein- und auszuatmen. Mach die Augen ruhig mal kurz zu, ja, dass wir erstmal ankommen. Sicherlich für euch auch ungewohnt, zu Hause vielleicht vom Tablet, vom Smartphone, vom Computer zu trainieren. Aber hey, Darwin hat schon gesagt, das sind nicht die Starken, die weiterkommen, sondern die, die flexibel sind. Ja, wir passen uns an. Mach die Augen ruhig mal kurz zu, atme tief. Ruhig ein, ruhig aus. Und wir nehmen die Arme nach vorne. Wir halten die so, als wenn wir eine Marionette wären. Die Hände sind ganz entspannt. Und wir ziehen den Bauch zu. Wir spannen den Bauch an. Machen einen Doppelkinn. Und ziehen hinten ein bisschen die Schulter zusammen. Ruhig atmen, Beckenboden anspannen. Und halten. Ganz entspannt. Das ist erstmal nur ein Warm-up. Normalerweise wird mir das schon warm. Ruhig atmen. Lass dich nicht stören. Und die Arme gehen nach oben. Wir bleiben im Becken. Und versuchen jetzt bei senkrechten Armen das Becken reinzubringen. Achte darauf, wenn Arme nach hinten gehen, Becken nicht nach hinten, sondern Becken bleibt vorne. Und halten. Wir bleiben, wenn ich runtergucke, sind die Füße verdeckt. Ja? Ruhig atmen, schulterbreit stehen. Und spannt den Körper. Wenn er zittert, ist es eigentlich eher gut. Ja, der Muskel liebt die Kontraktion. Wenn wir ihm die vorenthalten, dann versucht er das mit Zittern zu erzeugen. Warum? Durch statische Bewegung oder durch statische Position fällt es dem Muskel schwer, wirklich Energie aufzubauen oder Sauerstoff auszutauschen. Insofern erreichen wir da ganz viele kleine positive Nebeneffekte. Wir stehen schulterbreit, wir gehen in den Stuhl. Ich gehe mit geradem Rücken runter, bis ich meine Knie berühre und gehe nach vorne. Damit erwärmen wir den Oberschenkel, das Bindegewebe. Wir atmen ruhig, Becken rein. Kopf gerade, entspannen. Pass auf, dass die Schultern nicht hochgehen. Lass sie fallen. Wir werden jetzt nur Positionen machen, die leicht nachzuvollziehen sind. Ich kann euch jetzt schlecht korrigieren. Ja, wir versuchen einfach, uns in den Basics aufzuhalten. Glaubt mir, manchmal sind es genau die, die die Sache interessant machen. Atmet ruhig. Gehen ein bisschen breiter, bleiben in der Position, berühren mit zwei Fingern den Boden und schauen nach vorne, als wenn ich was Schweres heben will. Bleibe ich in dieser Position. Ruhig atmen. Wir wollen immer neue Dinge lernen. Dabei sind es manchmal die,
die wir schon wissen. Ja? Ich denke, dass es oft darum geht, dass man die Dinge, die man macht, einfach wiederholt. Ja, jeder weiß, was Liegestütze sind. Man sagt ja auch nicht, okay, Mann, ich weiß, das kenne ich schon, brauche ich nicht. Ja, das Wissen ist es nicht, es ist das Machen. Ja, wir versuchen im Tun uns zu entwickeln und nicht darüber reden oder darüber nachdenken. Atmet ruhig. Weil das eine macht mich schlau, das andere macht mich weise. Rausdrücken. Wir gehen auf ein Bein. Erstmal die Balance finden. Und von da aus gehen die Arme hin, Längsachse zu dem Bein, was in der Luft ist. Ruhig atmen. Wenn er wackelt und zittert, sehr gut. Eure Balance muss permanent eingestellt werden. Ich kann sie nicht erzeugen. Ich muss sie zulassen. Also ich muss sie finden. Lasst euch Zeit, kommt nicht außer Atem. Wenn die Beine brennen, macht das richtig. Wenn er zittert, seid ihr an der richtigen Stelle. Ruhig atmen. Schön halten, damit trainieren wir die Flanken. Andere Seite ausrichten, Oberkörper ausrichten, Arme ausrichten. Das Standbein ist nicht durchgedrückt. Haltet und atmet. Kommt nicht außer Atem. So, wenn wir jetzt hier extrem wackeln, dann sind wir ein schlechter. Dann ist es nur so, dass wir vielleicht nicht die beste Unterlage haben. Vielleicht sind wir ein bisschen in nicht der besten Tagesform. Das spielt keine Rolle. Ruhig atmen, halten. Es wackelt wunderbar. Wir gehen aufs andere Bein. Wir ziehen das Bein nach außen. Und nimm die zweite Hand, die frei ist, nach hinten. So, wir drücken unser Standbein nicht durch. Wir ziehen den ganzen Rücken auf, Doppelkinn und spannen den Rücken. Schön atmen dabei. Also mir wird warm. Das ist ganz wichtig, dass wir die Bewegung nicht vernachlässigen. Wenn wir zu Hause sind, dass wir die Möglichkeiten nutzen, uns weiter zu bewegen, die Verdauung, das Nervensystem, die Psyche, wir wissen alle, wie wir uns fühlen, wenn wir uns gar nicht bewegen. Das ist sicherlich eine Weile mal schön und dann ist es umso wichtiger, wieder in Bewegung zu kommen. Wir sind in Bewegung. Ich vergleiche das mal mit dem Uhrenwerk, ja, dass wir sagen, die Uhr liegt still auf dem Tisch, aber innen drin bewegt sich jeder Zahnkranz. Ne? Das ist genau das Gleiche. Ja, wir sind still und innen drin ist viel Bewegung. Der Atem fließt. So ein bisschen, als wenn wir die Fenster aufmachen in unserem Haus. Ja, und frische Luft reinlassen. Atmet schön. Spannt den Rücken. Standbein ist nicht durchgedrückt. Schön atmen. Und wechseln. Wir greifen den Fuß, als wenn wir uns die Schuhe zubinden wollen. Haltet, atmet. Ihr könnt den Rücken ruhig rund machen. Was kann man tun in so einer Zeit? Kann man außen was verändern? Wohl kaum. Können wir direkt rausfinden, woran es liegt und wer ist dran schuld und so weiter. Sich in Verschwörungen verlieren, tut dem Immunsystem nicht gut. Was kann ich tun? Alles, was hier drin in meinem Körper, in meinem Geist passiert, das kann ich beeinflussen. Und wenn ich mich vor etwas schütze, dann mache ich das am besten, indem ich mich innerlich ausrichte. Gesund, ausgeglichen, meinen Spaß, meine Freude nicht verlieren. Ich glaube, das ist am wichtigsten. Immer durchatmen. Werdet nicht fest. Wenn der Körper ins Yang geht, dann geht der Geist ins Yin. Wenn der Körper spannt, dann ist der Geist entspannt. Wir wollen immer ausgleichen. Macht euch ruhig rund. Standbein nicht durchdrücken. Ruhig atmen. Herrlich, mir wird warm. Und mir wird wärmer. Haltet, atmet. Schön atmen. Wenn es zu schwierig wird, dann nimmt eine Hand weg. Ja, kein Problem. Und
wir drücken die Knie durch, wir beugen uns nach vorne, wir sind ausgerichtet und schieben die Arme nach vorne. Atmet, haltet die Position. Lasst euch zittern. Ja? Es ist keine Schwäche, sondern das Zittern zeigt meinen Willen und meine Anstrengung. Auch ja, wenn es Leute gibt, die sagen, Yoga ist nicht anstrengend, es kann richtig anstrengend sein. Und manchen fällt es schwerer, zum Beispiel auch in Stille zu gehen. Ja, dann ist das vielleicht auch mehr anstrengend. Haltet schön, atmet, zieht euch in die Länge. Wunderbar. Lösen. Und wir ziehen uns ins Hohlkreuz. Kreuz hinten in Flechtgriff gehen, bringt die Schulterblätter hin zusammen, schiebt das Brustbein nach oben. Atmet in die Brust, öffnet euer Herz. Schön aufziehen. Konzentriert euch darauf, nachzugeben. Und wir lösen. Wir gehen in die Vorbeuge, in die leichte. Wir winkeln ein bisschen die Knie an, lassen uns hängen, entspannen uns. Schön locker lassen. Schön entspannen. Drückt die Knie mal nicht durch, lasst euch mal hängen. Sagt mal ja, sagt mal nein. Ja. Lasst die Arme hängen. Ja. Wirklich entspannen. So von hier aus, anwinkeln. Und wir ziehen die Arme über den Körper. Halten, als wenn ich eine Piste runterfahre. Schön atmen. Macht ein Doppelkinn, dass die Wirbelsäule halbwegs gerade ist. Ne? Brust nach vorne schieben, Po nach hinten. Ellbogen sind über dem Rücken. Haltet. Geht nicht raus aus der Position. Wenn die schwer wird, lächelt, sagt er: Hallo Muskeln, schön, dass ihr da seid. Alles ist da, wo es hingehört. Sich spüren, ist was Schönes. Tief Luft holen, rausdrücken, ausatmen. Sehr gut. Für die, die keine Yoga-Erfahrung haben, Yoga heißt verbinden, für mich persönlich, dass ich sage, ja, es beinhaltet sehr, sehr viel. Es geht nicht nur um den Körper, es geht auch um die inneren Geschichten. Ich versuche die Bewegung mit der Atmung zu verbinden. Ich versuche meine Kraft mit meiner Beweglichkeit zu verbinden. Also es gibt eine ganze Menge. Yoga kann echt spannend sein und es ist eigentlich eine ganz, ganz praktische Sache. Ja, wir versuchen sozusagen diese ganzen Dinge zu verbinden. Wir haben Sonntag fast Nachmittag. Ich glaube, dass die meisten jetzt auch gerne ein bisschen Sport machen wollen. Hey, guck mal, ich schwitze. Ja, weil die Lampen an sind. So. Also ich möchte mich nochmal entschuldigen. Vielen Dank, Robert. Ich muss gerne übernehmen. Ja. Und, okay, Sascha. Ja, wir machen jetzt einen richtigen Sport. Durchhalten. So, es sind ja ein paar Leute dabei, die vielleicht tatsächlich sich im Yoga-Bereich bewegen, die solche Bewegungen, die wir jetzt machen, nicht gewohnt sind. Das nicht weiter schlimm, versucht einfach mitzumachen, so viel wie ihr könnt. Ich habe euch 4 Sets mitgebracht. Wir werden immer ein Set durcharbeiten, anschließend gibt es eine kleine Pause, dann machen wir nächstes Set, wie gesagt, 4 Stück sind es insgesamt. Wenn ihr noch nicht da habt, wäre ein Handtuch ganz gut, zum vielleicht Schweiß abwischen, beziehungsweise um ja, euch das auf den Boden zu legen, weiß ja nicht, wo ihr jetzt gerade seid, drinnen, draußen, wie auch immer. Und ein bisschen was zu trinken für die Pause. Okay, gut. Wir starten mit dem ersten Set. Wir werden Folgendes machen. Jede dieser Bewegungen werden wir in 3 Sätzen machen. Ja, erste Übung, da weil wir jetzt noch nicht so viel gemacht haben, werden wir bei der ersten Übung zwischendrin auch ein klein bisschen ja, eine kleine Cardio-Übung machen, wird aber nicht weiter schlimm. Nochmal ganz kurz, wer noch nicht so weit ist oder die Sachen nicht so gut kann oder merkt einfach, das ist mir zu viel,
macht ein bisschen ruhiger. Ja, das, was ich jetzt mit euch mache, mache ich regelmäßig in meinen Kursen. Da sind Leute dabei, die sind jenseits der 70, die toben hier ganz normal mit. Also ihr könnt alle mitmachen, aber immer nur so viel, wie es wirklich geht. Und die, die der Meinung sind, das ist zu wenig, ihr könnt auch gerne immer noch 2 Stunden oben drauflegen. Ja? Okay, wir starten mit der ersten Übung, sogenannte Squats oder Kniebeuge. Dazu stellt ihr euch etwas weiter schulterweit auseinander. Die Fußspitzen gehen leicht nach außen. Wir schieben den Hintern nach hinten. Das ist wichtig. Die meisten Leute bei den Knien gehen das nicht gut. Wir schieben den Hintern nach hinten, ja, machen leichtes Hohlkreuz und gehen mit den Armen nach vorne. Etwa 90 Grad Winkel. Okay, wir starten mit 10 Stück. Alle zusammen. Okay, fertig. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zwischenübungen nur bei der Runde. 20 Hampelmänner. Hampelmänner nur so weit ihr könnt. Entweder Arme hoch oder zur Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Noch 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und Start. Runde 2. Squats, wieder 10 Stück. Achtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Jawohl, 20 haben wir. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und letzte Runde. Füße wieder nach außen. Und hinter raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und noch 2. Und 10. Und nochmal 20 Handgelenke. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und noch. Luft holen. Nächste Übung. Wir gehen in die sogenannte Schrittstellung. Ein Fuß vorne, hinterer Fuß, achtet darauf, dass die Fußspitze nach vorne zeigt. Knie geht Richtung Boden, nicht absetzen. Nur Richtung Boden, aus der Position macht man einen Wechsel im Sprung. Wer das nicht hinkriegt, macht das, ja, im Wechsel. Aus der Position 10 Stück. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Lockern. Wer jetzt nicht mehr kann, setzt eine Runde aus und steigt in der dritten Runde wieder ein. Runde 2. Fertig. 3, 2, 1. Vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und noch. Sehr gut. Eine noch. Und fertig. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und locker. Sehr schön. Holt Luft. Jetzt werde ich auch warm. Beim Yoga beim Zugucken bin ich nicht warm geworden. Ich weiß nicht warum. Vielleicht hätte ich mitmachen müssen. Okay. Wir bleiben bei den Beinen. Schulterbreit stehen. So, Hände vorne wie so ein Kosake. Rechten Fuß weit nach außen. Rechte Fuß weit nach außen. Und in die Side Lunges.
Rechts raus, einmal runter und wieder Schulterstellung. Okay, 10 Stück. Nur rechts, dreh dich um. Und 1. Und rechts. 2. Und 3. Wenn ihr nicht so tief kommt, bleibt ein bisschen weiter oben. 6. 7. Nur der rechte Fuß bewegt sich. 8. 9. 10. Wechsel andere Seite. Links raus. 1, 2, 3, 4, rechts bleibt stehen, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Runde 1 von 3. Fertig. Kosakenarme, Schulterweit stehen, rechte Bein geht weg. Auf mein Kommando. 5, 4, 3, 2, 1. Und 1, 2. Versuch den Rücken gerade zu lassen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, direkter Wechsel, Achtung, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10, einmal. Fertig. Jetzt wird die Musik noch schneller, jetzt können wir auch schneller machen. Und rechts, 1, rechts, 2, rechts, 3, rechts, 4, 5, 6, schön dranbleiben, 7, 8, 9 und 10. Wechsel und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Locker. Eine noch. Dann gibt es Pause. Die nächste Runde sind sogenannte Jumping Jacks oder gesprungene Hampelmänner. Wir versuchen, die Füße parallel zu stellen, die Knie zu beugen, hinter wieder nach hinten raus, Arme kreuzen und dann im Sprung Arme und Beine auseinander und die Füße landen wieder schulterweit. Eins. Ja, von der Seite etwas schulterbreit, Knie beugen, hinter raus. Eins. Wer das nicht kann, macht normale Hampelmann. Wir versuchen immer 10 Stück hintereinander zu machen, bevor wir Pause machen. Okay, fertig. 5, 4, 3, in die Knie. 1, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und noch. Sehr gut. So, jetzt langsam solltet ihr auch warm werden. Fertig. Runde 2. Wer nicht kann, lässt es aus. Wem zu wenig ist, macht 20. 3, 2, 1 und 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut. Einer ist noch. Fertig. 10 Stück, dann gibt es eine Minute Pause. Fertig. 5, 4, 3, 2 und los geht's. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eine Minute, trinkt was,
Nicht hinlegen. Bewegt euch. Immer bewegen. Das Herz pumpt. Und das ist auch richtig so. Es muss pumpen. Ihr braucht Sauerstoff. Ihr braucht Sauerstoff. Aber jetzt bewegt ihr euch nicht mehr. Dann ist das zu viel. Immer in Bewegung bleiben. Wer es noch nicht hat, könnt auch ein Fenster öffnen. Die nächste Runde wird nicht ganz so, ich sag mal, kardiolastig, die ersten Runden zumindest, später schon. Okay, ich erzähle euch, wie es weitergeht. Wir starten nächste Runde mit Liegestütz. Liegestütz kennt ihr alle. Wichtig ist bei dem Liegestütz, dass die Schulter höher ist als der Hintern. Also wir machen nicht sowas, das sind nicht die klassischen Liegestütze, sondern der Hintern ist tiefer als die Schulter. Die Hände sind in etwa in Höhe der Schultern. Ja, also das heißt, es gibt ja verschiedene Arten, ihr könnt auch hier vorne machen. Für uns heute Hände unter die Schulter stellen. Wer es schafft, lässt die Knie oben, wer es nicht schafft, setzt die Knie ab. Ja. Aber auch hier beim Absetzen der Knie nicht den Hintern hoch machen und den Kopf nach unten. Das ist besser als nicht, ohne Frage. Aber versucht euch so hier auszurichten, dass der Hintern tiefer ist. Und jetzt den Ellenbogen beugen, bis nach unten und dann wieder hoch. Oder so. Damit es aber nicht zu einfach wird, weil heute ist Sonntag, ihr habt den ganzen Tag Zeit, euch auszuholen, machen wir folgende Übung. Liegestütz, ablegen, Arme nach vorne, Beine abheben, ja? Und aus der Position wieder raus. Mit angestellten Knien sieht das so aus, eins, ablegen, Knie anstellen, raus. Okay, mit oder ohne Knie, wie ihr wollt, auf mein Kommando, wir starten mit 10 Stück, ablegen, Arme nach vorne und los geht's. Fertig, eins, ablegen, Arme vor, zwei, Arme vor, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und noch. Sehr gut. Ich gucke euch jetzt an. Fertig. Und 1, 2, 3. Kommt. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Einer ist noch. Fertig. Okay, letzte Runde. Fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kämpfen. 7, 8, 9, 10. Sehr gut. Schön schwitzen. Ja. Ah ja. Okay. Nächste Runde. Wir gehen aus der Liegestützposition in die sogenannte Plankenposition. Heißt, von hier Unterarm ablegen, andere Unterarm ablegen. Dann Arm abstellen, Arm aufstellen. Das ist 1. Wir machen 10. Ja? 10 mal ablegen und wieder hoch. Okay, fertig werden. Luft holen. 5, 4, 3. Wer es nicht schafft, lässt die Knie unten. 2, 1 und los geht's. 1, 2, 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ausschütteln. Wenn es zu viel ist, macht nur 5 oder lasst einmal aus. Wenn es zu wenig ist, macht einfach weiter, während ich Quatsch und Luft hole. Okay, Runde 2. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Einer geht noch. Fertig. Letzte Runde. Luft holen. 5, 4, 3, 2, 1. Und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5. Spannung halten. 6, 7, 8, 9 und 1. Und 10. Luft holen. Sehr gut. Das Set hat noch 2 Übungen. Die gehen jetzt schnell vorbei, sind aber anstrengend. Dann gibt es wieder eine Pause und dann zum letzten Set. Nächste Runde. Wir machen Kleinbars aus der Liegestützposition. Gehen die Knie nach oben und wir wechseln. Jedes Mal Knie hoch. Eine Zählung. Wir machen 3x 10 Stück. 10 Stück, kurze Pause, Luft holen. 10 Stück, kurze Pause, Luft holen. 10 Stück, kurze Pause, Luft holen. 5, 4, 3, 2, 1, und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fertig, Nummer 2. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gewicht schön nach vorne auf die Arme. Und letzte. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nächste Runde. Vorwärts. Viele lieben sie. Oder eigentlich bei uns alle im Training, wenn ich sage Vorgas, das ist gleichzusetzen mit Burpees, da gehen alle richtig hoch und wir freuen uns. Okay, wir machen eine folgende Variante. Aus der Liegestützposition hüpfen die Beine nach vorne, soweit ihr könnt, die Hände gehen weg vom Boden. Dann Hände aufsetzen und wieder nach hinten. Wenn ihr das im Sprung nicht schafft, 1, 2, Hände hoch, 1, 2. Okay, Ansporn sind 10 Stück ohne Pause. Wer es nicht schafft, ihr wisst Bescheid, schriftlich einreichen bei mir, dann können wir darüber reden. Okay, fertig werden. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Gut, Pause. Wir sind fast fertig. Danach kommt der letzte Satz. Und dann noch eine kleine Überraschung. Fertig. Und 1. Arme hoch. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut. Einer. Okay. Fertig. Und los geht's. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und eine Minute Pause. Bewegt euch, trinkt was. So, wir gehen weiter, letzte Runde für den Bauch. Wir nehmen uns ab, machen Ruhe. Nächste Runde Sit-Ups. Sit-Ups bitte so, wie jeder kann. Manch einer kann sich hinsetzen, manch einer nicht. Euch überlassen, so weit es möglich ist. Ablegen, aus der Position, in den Sitz. Fertig, 10 Stück. 3, 2, 1 und 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, und 10. Sehr gut, Luft holen. Und nochmal. Fertig. Und los geht's. 1, 2, 3, 4, mitmachen. 5, 6, 7, die letzten kommt. 8, 9, 10. Sehr schön. Einen haben wir noch. Fertig. Wir sind fast durch heute, ist nicht mehr viel. Dann kann Robert wieder mit euch ein bisschen sich ausruhen. Okay, und wieder 10. 1, 2, sehr gut. 3, 4, 5, 6, sehr, sehr gut, 7, 8, 9, 10. Okay. Nächste Runde. Sit-Ups, wir bleiben dabei, aber jetzt diagonale. Linke Ellbogen zum rechten Knie, im Wechsel rechte Ellbogen zum linken Knie. Wir ziehen den Ellbogen nach vorne und Knie nach hinten. Ich zeige es. Das Knie ranziehen, den Ellbogen nach vorne drehen. Und im Wechsel 10 Stück, also 5 pro Seite, für alle machbar. Linke Ellbogen zum rechten Knie. Fertig. 1 und wechsel. 2, wechsel. 3, 4, 5, 6, schön eindrehen dabei, 7, 8, 9, 10. Locker. Fertig, nochmal. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut. Luft holen noch einer. Fertig werden. Und letzte Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Locker. Wir bleiben in der Position. Die Hände gehen ein Stück weit über den Po. Ablegen, die Beine in Strecken bringen, Kopf nach oben und jetzt versuchen, die gestreckten Beine nach oben abzuheben. Und dann abzulegen, aber ohne abzulegen tatsächlich. Heißt, 1 und wieder hoch. Okay, Leg Rise, fertig.
Kopf nach oben, Hände sind unterm Po, Beine strecken und die Beine 10 mal abheben. 5, 4, 3, 2 und los geht's. 1, 2, sehr gut. 4, nicht ablegen. 5, Kopf oben lassen. 6, 7, wir sind fast fertig. 8, 9, 10. So, wir müssen ein bisschen Tempo machen. Obertrampeln schon. Fertig. Runde 2. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ab. Sehr schön. Und letzte Runde, noch einmal, 10 mal Leg Raise, Beine ablegen, Kopf hoch und abheben. 1, 2, 3, 4, schön durchhalten, 5, 6, 7, 8 und noch 2, 9, 10. So, wir haben noch 2 Übungen, dann habt ihr es geschafft, seid nicht wieder los. Nächste Übung, die Beine und die Arme sind gestreckt. Jetzt versuchen wir Arme und Oberkörper und Beine nach oben zu bringen und uns wie so ein Taschenmesser zusammenzuklappen. Was wir aber dabei machen wollen, ist die Beine nach oben kommen, auseinanderzubringen. Arme sind hier und ich fasse mit meinen Armen durch die Beine durch. Ja, von vorne. Warum habe ich keine Loch in der Hose? Fertig, von vorne, 1, ja, okay, auf mein Kommando, 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's, 1, 2, Beine machen wir jetzt dann, 3, 4, 5, 6, 7, Beine zusammen, 8, 9 und 10. Zweimal noch. Fertig werden. Okay. Und los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, und 10. Einer ist noch. Ich gucke diesmal nur zu und guck mal, wie ihr das macht. Schön wär's. Okay. Letzten 10. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wer noch nicht fertig ist, macht zu Ende. Eine Übung habe ich noch. Dann machen wir Schluss. Dann, glaube ich, kann Robert wieder übernehmen. Der führt schon. Okay. Letzte Runde, wer mich kennt. Kein Training ohne Burpees. Letzte Runde sind Burpees. Unsere Zeit ist aber begrenzt. Und weil ich möchte, dass ihr alle mitmacht, machen wir nicht 10 und nicht 20, sondern nur 15. 3x5, ja, 3x5 pro Set. Fertig werden? Achso, sorry. Burpees, wer das nicht kennt, ich mach's ganz langsam. Wir gehen in die Hocke, die Hände berühren den Boden, die Füße gehen im Sprung nach hinten, wir legen uns hin und Arme heben. Jetzt wieder hoch, Liegestütz, in die Hocke, in den Stand und hüpfen. Das soll ein Burpee sein. Wer das nicht hinkriegt, legt sich hin und steht wieder auf. Auf den Bauch legen, hinstellen und wieder hinlegen. 5 Mal, ich zähle, wir machen schön langsam. Okay, alright.
Fisch. Und eins. Runter hinlegen. Und hüpfen. Zwei. Hüpfen. Drei. Hüpfen. Vier. Hüpfen. Fünf. Und hüpfen. Zweimal. Fertig werden. Und fünf. In drei, zwei, eins. Hopp. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Einatmen. Den letzten. Fünf. Fertig. Luft holen. Fünf. Vier. Drei. Und jetzt fünf. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Gut, sehr schön. Luft holen. Atmen. Kommt wieder zum Atmen. Voll Service. So, viel Spaß im nächsten Teil. Sportfrei. Sehr gut. Ja, für die, die vielleicht was anderes erwartet haben, ich sage euch, wenn man nur das macht, was man schon kann, dann ist man nur der, der man ist. Nicht, dass es schlecht ist, jemand zu sein, aber dass man einfach flexibel wird. Dass man schaut und sagt, okay, komm, ich tue mir das mal an. Viele Bereiche ähneln sich. Wir haben zwei Arme, wir haben zwei Beine. Und wir haben die Möglichkeit, uns auf ganz, ganz viele Art und Weise oder verschiedene Arten und Weisen zu bewegen. Ja, oder auch nicht zu bewegen. Was ich vorhin gemacht habe, war Statikübung. Wir werden jetzt ganz kurz noch ein paar Haltübungen machen. Wenn man jetzt körperlich nicht in der Lage ist, sich so zu bewegen, wie Sascha gezeigt hat, kann man das in abgeschwächter Form machen. Er hatte ja viele Alternativen im Boden. Ja, dass man die Knie zum Beispiel absetzt, dass man nicht ganz so tief reingeht. Für die da draußen, die sagen, Mensch, du, ich bin verletzt. Ich habe auch momentan ein bisschen angeschossenes Knie, was bald wieder in Ordnung ist, aber was mich auch ein bisschen einschränkt. Aber wir haben die Möglichkeit, auf unterschiedlichste Art und Weise uns zu fordern. Wir brauchen 2 Quadratmeter und wir brauchen die Lust, es zu tun. Wir heben das Bein in die Beine an, wir halten kurz nochmal, wir machen das nicht lange, sondern es sind nur noch mal ein paar Anregungen. Ich würde euch jetzt ungefähr 10 Positionen nochmal zeigen. Die können wir benennen, das ist das Boot, muss man sich aber nicht merken. Ja, hat den Vorteil, dass es den oberen und den unteren Bauch ausprägt. Wenn ich jetzt Sit-Ups mache, wenn ich jetzt die Beine ablege, und mach die so, wenn ich jetzt Probleme mit der Bandscheibe habe, ja, dann kann es wehtun, wenn ich das hier halte mit eng positionierten Beinen, dann ist der Druck ein bisschen weniger. Ich kann die Arme hier halten, ich kann es strecken, wenn ich gesund bin, dass ich es hier halte. Ja. Nächste Position, ich setze die Hacken ab. Das geht in die entgegengesetzte Richtung. Für Leute, die diese Funktionalität nutzen, bleibt man in dieser Position. Diese Funktionalität nutzen wollen, Sascha und ich, wir kommen aus der Kampfkunst, aus dem Kampfsport. Und jede Art von Bewegung muss letztendlich ja auch Energie produzieren und dort übertragen können. Also wenn ich stehe und einen Schlag mache zum Beispiel, dann ist die Verbindung zwischen dem Fuß und der Hand wichtig, ja, dass ich sozusagen dahinter stehe. Zeitgleich muss ich aber auch gelöst sein, dass die Geschwindigkeit aufgebaut wird, dass viel Energie übertragen wird. Ja. Wir können das in den Tisch bringen, ja, wir können das in das schräge Brett bringen. Nächste Position, wir liegen nur mit der Lendenwirbelsäule auf. Ja, wir halten das. Ruhig atmen. Wenn ihr anfangt zu zittern, macht das richtig. Ja, wichtig ist, für die, die aus der Kampfsport, aus dem Kampfsport, aus der Kampfkunst kommen, seht nicht nur den vorderen Körper. Ja, weil wir arbeiten ganz viel über Druck nach vorne. Wenn ich jetzt schlage, habe ich eine Verbindung, wie gesagt, zwischen Hand und Fuß.
aber vergiss den Rücken nicht, ja? Denn der muss halten, wenn die Kraft mal nicht trifft. Wenn ich jetzt einen sehr harten Schlag habe und werfe den raus, dann ist es hinten der Rückenstrecker, der meine Kraft bindet sozusagen wieder. Ja, es kann ganz schnell passieren, dass wenn ich mal daneben haue, dass ich mir den Rückenstrecker zerre. Außerdem neige ich dazu, nach vorne zu fallen. Ja, ich will mich aufbauen. Im Yoga ist es so, dass wir das gut verbinden. Ja, dass wir sozusagen ganzheitlich trainieren, aber das macht man eigentlich in jeder anderen Sportart auch, wenn sie vernünftig aufgebaut ist. Ja, ich zeige euch mal einen Ausgleich, wenn wir jetzt im Unterarmstütz sind. Ich zeige euch mal ein paar Variationen. Ja, die könnt ihr halten. Wichtig ist hier, dass er hier nicht durchhängt, ja, sondern dass er wie so ein bisschen einen runden Rücken macht, dass wirklich der ganze vordere Körper spannt. Ja, als Gegenpart dazu. Ja, wer die Variante sehr gut, das ist im Yoga die Heuschrecke, manche sagen X-Lage dazu. Es geht darum, dass ich immer die entgegengesetzten Muskelgruppen auch benutze. Ja, haltet das, ihr könnt jede Position eine Minute machen und ihr habt ein wirklich gutes Workout. Ja, wir können die seitliche Position machen und dann zeige ich euch jetzt noch ein paar Variationen. Ja, ich kann es steigern, indem ich das anhebe. Ich kann es abschwächen, indem ich das Knie absetze, wenn ich noch nicht ganz so konditioniert bin. Ihr seht, hier gibt es viele, viele Möglichkeiten. Das sind jetzt nur mal Anregungen. Ja? Und wir holen jetzt noch eine kleine Dehnung an. Warum ist Dehnung so wichtig? Es sind Kräfte, die Impulse geben, also ähnlich wie Plus und Minus. In der chinesischen Bewegungslehre oder wenn man das Yin und Yang Prinzip mal sich anschaut, dann ist es einmal die Kraft, die ich aufbringe, um mich in Bewegung zu setzen. Und das andere ist die Kraft, die mich hält, eine Bewegung zu vollziehen. Es ist ewig ein Wechsel zwischen Yin und Yang, zwischen diesen beiden Kräften. Alleine wenn ich einen Schritt mache, muss ich einen Teil meines Körpers entspannen, mache den Schritt, ja, und um den zu machen zu können, muss ich auch wieder Kraft investieren. Insofern ist es ganz wichtig, dass man das ganzheitlich sieht. Ja. Ohne Dehnung kann ich viel Kraft aufbauen, aber ich werde nicht sehr dynamisch sein. Ich werde nicht in der Lage sein, mich schnell zu bewegen. Ja. Bei Schnelligkeit spielt Entspannung eine wichtige Rolle. Okay, wir greifen die Füße. Wer sagt, ich komme gestreckt nicht an meinen Füßen ran, der winkelt die ein bisschen an und greift die. Und lasst euch einfach hängen. Lasst den Oberkörper hängen. So, beim Dehnen wird oft falsch gemacht, ja, dass man mit Kraft da reingeht oder mit dem Willen etwas zu tun. Ich sehe es eher andersrum, ähnlich wie bei der Balance. Ich lasse die Dehnung zu, ich gebe mich einfach hin. Die einzige Kraft, die benutzt wird, ist die Gravitation. Ja, also ich ziehe mich hier nicht mit dem Bizeps rein, sondern ich entspanne mich und lasse mich hängen. Wichtig ist, dass man es ganzheitlich betrachtet. Es ist nicht nur der Körper, sondern es ist der Verstand. Und mein Unterbewusstsein, meine Gefühlswelt spielt da auch eine Rolle dabei. Also ich muss mich ganzheitlich entspannen. Das gelingt mir nur, wenn ich mir Zeit lasse. Bei den Dehnübungen macht mindestens eine Minute, besser sind 2, 3 bis 5 Minuten pro Position. Lasst euch hängen, entspannt euch. Wir greifen diagonal. Jetzt geht es ein bisschen stärker in den Beinbeuger. Drückt das Knie durch, ja, haltet den Fuß fest. Lass den Kopf hängen. Es muss nicht immer extrem ziehen. Wer jetzt sagt, ich bin super gedehnt, ja, dann kann seinen Kopf auch ablegen, wenn er will. Darum geht es aber nicht. Es geht eigentlich eher darum, dass ich mich hingebe, nachgebe, entspanne. Das ist genau das Gegenteil zu dem, was wir davor gemacht haben. Ja, was Sascha gezeigt hat, da ging es um Festhalten, um Durchziehen. Ja, und hier ist genau das Gegenteil. Wir wissen, wie wir sind. Leute, die sehr jammig sind, dominante Menschen, die sollten eher nicht loslassen, wie man zu festhalten. Und Leute, die sich nicht so gerne durchsetzen, die eher nachgeben und sagen, ach, weißt du, in der Harmonie, wegen sage ich jetzt mal nichts und gebe nach. Ja, wenn man dann schon was auf der Brust liegen hat und nicht rauslässt, da ist es dann eher wichtig, dass man sagt, geh mal aus mich raus. Macht immer das, was euch schwerfällt, denn da steckt das Potenzial. Was ich vorhin meinte, ja, wechselt mal. Wenn ich nur das tue, was ich schon kann, bleibe ich immer nur der, der ich bin. Ich versuche mich weiterzuentwickeln. Leben heißt Veränderung. Und genau darum geht es. Entspannt euch. Das ist locker. Wenn wir über den Rücken sprechen, viele Handprobleme mit dem Rücken. Es ist zum einen die Stärke, dass ich meinen Rücken stärke, zum anderen ist, dass ich ihn bewege. Wir wissen, wie wir uns fühlen, wenn wir lange sitzen oder lange im Bett liegen. Dann ist es so, dass wir uns steif und eingerostet fühlen, gerade in der Zeit, wenn wir jetzt viel zu Hause sind. Es ist umso wichtiger, dass wir uns natürlich bewegen. Ansonsten ist ein Problem irgendwann gelöst und dann kommt das nächste Problem. Ja, Bandscheiben tauschen Nährstoffe hauptsächlich über Bewegung aus. Ja, eine gute Ernährung spielt natürlich auch eine Rolle. Also, es ist wichtig, den Rücken zu bewegen. So, wir ziehen die Knie ran, wir entspannen uns, wir lassen uns hängen. Atmet ruhig. Ja, versucht, die Knie locker zu lassen, dass die Hüfte ein bisschen gedehnt wird. Ihr könnt genauso hier reingehen, euch reinziehen.
Alles ist wunderbar durchgewärmt. Wenn ihr das ganze Workout mitgemacht habt, geht da nichts schief, garantiert nicht. Ihr erhaltet das. Bei allem, was ich mache, in dieser Position hilft mir, mich da reinzuatmen, ja, ausatmen. Ich schmilze wie Eis in der Sonne. Ja. Ich werde immer weicher und lasse mich in diese Position rein. Ihr merkt, nach ein, zwei Minuten geht es besser. Ja, man merkt, dass man da noch festhält. Also das ist auch was Meditatives. Ja, ich weiß, der Sascha lacht. Meditativ. Nächste Position. Wir stellen unsere Füße auf. Wir greifen. Die Daumen gehen nach außen. Und ich schiebe meine Brust nach oben. Ich dehne das auf, was ich jetzt gerade benutzt habe. Durch Planke, durch Sit-Ups. Ja, ihr geht, wenn er sagt, ey, das ist mir zu viel, fasst euch ganz leicht an die Nieren, zieht die Schulter nach hinten, öffnet die Brust, atmet ganz leicht. Lösen. Wir gehen mit senkrechten Oberschenkeln zu Boden. Ja, achtet darauf, dass sie senkrecht sind. Und ich lege mich hin, ja, dass ich sozusagen hier ins Hohlkreuz gehe und mich aufspannen. Ihr könnt das Kinn noch auf dem Boden legen, ihr könnt euch seitlich legen. Wichtig ist von der Seite, dass die senkrecht sind, sonst sind wir in einer anderen Übung drin. Atmet in den Bauch. Richtet euch aus. Die letzten zwei Übungen. Ich drehe mich ein. Ich hole mir die Kraft aus meinen Knien und aus meiner gestreckten Hand. Bring mich in die Drehung. Von vorne betrachtet versuche ich hier in die Senkrechte zu gehen. In die Senkrechte. Atmet. Ihr könnt euch hier wunderbar deblockieren. Ja? Nochmal wechseln. Knack. Sehr schön. Wenn es knackt, ist nicht kaputt gegangen, sondern das ist eine Ausgasung. Das ist eine Deblockierung. Sehr gut. Letzte Position. Die können wir sehr gut kombinieren. Wir schieben die Ellbogen nach vorne und das Gesäß nach hinten, die Brust nach vorne. Ja, ich gehe ins Hohlkreuz. Hier heißt Kuh die Position, weil der Rücken durchhängt. Schiebe die Ellbogen nach vorne, die Brust nach vorne, den Po nach hinten. Und von hier aus wechseln wir nochmal. Wir ziehen das Becken ran, Kinn auf die Brust, runder Rücken schön rausschieben, Schulterblätter gehen auseinander, ja, um nochmal viel Bewegung reinzubringen. Ja, im Grunde genommen soll alles mobil werden, beziehungsweise noch besser bleiben. Sehr schön. Wir verkürzen das. Ja, wir sind schon eine Stunde so wie im Fluge. Genau. Ja, wir haben eher Probleme damit gehabt, zu überlegen, was wir machen. Nicht, weil wir aber keine Ideen haben, sondern dass es nicht zu viel wird. Ganz genau. Ich hoffe, ihr habt mitgemacht. Wir werden das Ganze bei YouTube reinstellen. Ja, dazu sage ich mal was. Ich habe jetzt gerade eben hinten mal lesen können, dass einige technische Probleme hatten oder wir vielmehr. Wir haben auf drei verschiedenen Plattformen gestreamt. Wie gesagt, wir werden es nochmal hochladen in der Originalversion auf allen Plattformen, die wir haben. Also YouTube, Instagram, Facebook. Da kommt es dann nochmal als normales Video hoch. Da könnt ihr euch das dann nochmal angucken. Ihr habt so die Möglichkeit, dann nochmal nachzutrainieren. Genau. Ja, so, wie gesagt, es geht ja nicht um Wissen, sondern geht um Machen. Und ihr habt hier ein ganzheitliches Workout gehabt. Nutzt die Zeit. Wir werden sicherlich noch mehr ausbringen. So schnell wird sich das nicht lockern draußen, denke ich. Wir werden noch ein paar Wochen in Stille verbringen können. Insofern werden wir euch beliefern und euch nicht alleine lassen. Okay, dann von unserer Seite aus vielen Dank, dass ihr da wart. Und wie gesagt, wir konnten ja gucken. Waren ja doch einige, die zugeguckt haben auf den verschiedenen Kanälen. Und ich freue mich, wenn ihr Spaß hattet. Und ich hoffe, dass wir uns dann bald wiedersehen. Ich hoffe natürlich, dass wir uns auch richtig wiedersehen. Analog ist besser. Ja. Einige haben uns gefragt, aber ich würde gerne noch eingehen. So. Wir würden gerne Kampfkunstvideos sehen. Wir sind davon ein bisschen ab, weil wir können Gefühle nicht über digital vermitteln. Also wo genau man steht und also wir werden sicherlich das eine oder andere machen, aber direkt am Partner, Trainingsprogramme. Unsere Kampfkunst ist viel innerlich, da geht es viel um wirklich Mikrobewegungen, energetische Abläufe. Das ist super schwer, wirklich digital sichtbar zu machen. Es ist ja auch schwer überhaupt, also nicht nur mit sichtbar machen, sondern auch, ihr habt ja nicht den passenden Partner. Also zumindest nicht in der Regel. Die meisten haben nicht zu Hause einen Partner, mit dem sie tatsächlich trainieren können. Und deswegen ist es schwierig. Wir arbeiten nochmal am Mann oder an der Frau. Und deswegen, wir werden euch mit Videos versorgen. Wir machen das aber eben nicht auf dieser Plattform. Das ganz genau. Hat keinen Sinn. Wir haben ganz viele Videos gewählt, ganz viele Übungen gewählt, die halt wenig Korrektur brauchen, die halt leicht nachzuvollziehen sind. Ja, wenn jetzt Leute sagen, Mensch, das war aber wirklich nur Basis, ja, weil wir einfach bewusst Basissachen genommen haben. Wir wollen niemanden überfordern und wir haben auch nicht vor, jemanden
dass jemand sich in seinem Wohnzimmer irgendwie verletzt und wir sind dann verantwortlich dafür. Deswegen haben wir wirklich einfache Dinge geübt. Aber ihr habt sicherlich gemerkt, man hat trotzdem geschwitzt. Okay, ja? Dann vielen, vielen Dank. Danke, Sascha. Dank, Robert. Ich bin Robert. Ich bin Sascha. Tschüss, vielen Dank.